Der Ball rollt im Siebre Sportzentrum Havasen in Haiger. Das Topspiel TSV Steinbach-Haiger gegen SGV Freiberg hat begonnen. Ja. Aber Kunstrasen kriegst du in der Regionalliga Südwest nur bei Schott Mainz. Und hier kriegst du eine Flanke von Sergan Firat. Pissot am Ball. Der Ball ist noch heiß. Gründemann. Und einer davon ist zum Beispiel Sarara. Sergan Sarara. Und das hat natürlich den Beigeschmack für viele gehabt, dass man da seinen Leistungsträger nicht suspendiert. Wir kommen zum Angriff der Freiberger. Flanke, langer Pfosten, Fügimon Gerizki. Schön gehalten! Super Parade von Lennart Schulze-Köckelsum und dann Nino Mijotka auf der Torlinie. Sah das ganz sattelfest aus. Und das ist ein gefährlicher Ballverlust von Firat. Und direkt wieder die Konterchance für Freiberg über Gerizki. Der hat Platz. Gerizki gegen zwei. Philemon Gerizki. Und dann so ein schwacher Abschluss. Gütschli. Herr Gütschli heute auch noch nicht so drin in den Situationen, weil er auch zu selten Bälle bekommt. Jetzt vielleicht mal Kircher mit dem Abschluss. Ja, wobei man halt wirklich dann sagen muss, ne, der aktuelle Spielstand liegt dann halt schon daran, dass Lennart Schulze-Köckel so super gehalten hat. Total. Und Freiberg hier wieder mit dem Ball gewinnen und Gerizkier wieder im Strafraum und da hat er die Schussposition. Und das Tor! Ja, was ein Start in die zweite Halbzeit für Freiberg. Joel Gerizki, es geht auf den Winter zu. Entschuldigung, Philemon, stimmt. Ja, selbstverständlich. Philemon Gerizki. Joel kommt zum Jubeln vorbei, aber Philemon war es, der mit dem Dribbling kompakt die Schießstöcke aus. Oben rein, keine Chance diesmal für Lennart Schulze-Köckelsum. Unsere Gäste vom SGV Freiberg, das 0:1 erzielt. Und das ist ja ein Auftakt wie gemalt, direkt der erste Schuss sitzt. Den werde ich gleich durchsagen, aber jetzt haben wir erstmal den Angriff. Sergan Firat, 1 gegen 1 Situation. Der Ball wird nochmal gefährlich! Arif Gütschül abgelegt. Und jetzt ist er nicht drin! Und der Torwart hat den Ball. Keine Begeisterung für das Zuspiel auf der Tribüne. Er ist zu lang. Oh, Herr Gründemann hat Probleme. Der ist sogar. Eigentlich muss der drin sein sogar. Aber man kann es nicht erzwingen. So, Ball ist bei Heim. Oh, super Position für Freiberg, Klostermann. Oh, den trifft er nicht. Ja, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber der Ball ist tatsächlich wieder im Spiel. Man mag es kaum glauben. Nochmal geblockt, Schulze-Köckelsum ist nochmal dran. Schiri Eberhardi guckt auf die Uhr. Gibt es nochmal den langen Schlag? Schulze-Köckelsum. Nee, so natürlich nicht. So natürlich nicht. Reisig. Beach ist dabei. Beach bringt den rüber. Geht ins Tor, so das dürfte es gewesen sein, so ist es. Schiri Tobias Eberhardi pfeift ab. Freiberg gewinnt mit 1:0, verdient beim TSV Steinbach-Haiger. Ein tolles Tor